Liebe Essenerinnen, liebe Essener, wir alle erleben die aktuelle Corona-Krise ganz unterschiedlich. In den sogenannten systemkritischen Bereichen haben Menschen mehr zu tun denn je. Sie arbeiten und leisten Beachtliches unter den aktuellen Umständen. Andere können oder dürfen ihre Arbeit nicht im gewohnten Umfang fortführen, weil die Rechtsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen es nicht zulässt oder weil sie zur Risikogruppe gehören und soziale Kontakte noch mehr als andere meiden müssen. Auch unser Umgang mit der Krise ist ganz unterschiedlich. Ich bekomme täglich Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern. Manche bringen ihre Sorgen, Nöte, gar Ängste zum Ausdruck. Andere nutzen die angeordnete Entschleunigung und den veränderten Alltag bewusst, sich für andere einzusetzen. Schon seit Beginn der Corona-Situation gibt es viele große und kleine Zeichen der Solidarität und Unterstützung. Darüber freue ich mich sehr, weil es zeigt, dass in unserer Gesellschaft, in den Stadtteilen, in der Nachbarschaft wir einfach zusammenhalten und gegenseitig aufeinander Acht geben. Das Thema Ehrenamt spielt in dieser Zeit eine ganz besondere Rolle. Andrea Wilberts von der Stadtagentur hat einen guten Überblick über ehrenamtliches Engagement sowie Hilfsangebote und stellt uns aktuelle Angebote vor und erzählt, wie die Stadt Essen die Ehrenamtler unterstützt. Herzlichen Dank. Menschen, die anderen Menschen freiwillig und ehrenamtlich helfen, sind ein großer Gewinn für unser Zusammenleben in der Stadt. Die Stadtagentur hat einen Blick auf die Stadtteile. Überall gibt es Engagement von Nachbar zu Nachbar. Zusätzlich gibt es unzählige Vereine, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften, Bürgerschaften, Institutionen zu unterschiedlichsten Themen. Oft haben sie ihre Angebote umgestellt, sonst analog, heute digital. Zum Beispiel die vielen Sportvideos, die zur Bewegung anregen, die gute Laune machen. Musiker, die vor Seniorenheimen spielen. Masken werden geschneidert. Vor allem aber haben viele Institutionen Helferinnen und Helfer sozusagen eingesammelt und in Kontakt mit Menschen gebracht, die Hilfe benötigen. Viele Menschen aus den Risikogruppen. Mit Unterstützung der Stadtagentur Essen hat die Ehrenamtagentur ein stadtweites Helfernetzwerk mit registrierten Ehrenamtlichen und Ansprechpartnern in den Stadtteilen aufgebaut. Es sind Videos produziert, die online stehen, damit Helferinnen und Helfer sich gut orientieren können. Bürgerschaften, Vereine, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Institutionen aller Art können der Stadtagentur Essen ihre registrierten und vermittelten Helfer per Mail benennen. Wir stellen den aktiven Ehrenamtlichen die Sonderausgabe der Essener Freiwilligenkarte aus und senden sie den Ehrenamtlichen direkt zu. Was wir dafür benötigen, haben wir auf der Internetseite der Stadtagentur unter www.essen.de Bürgerengagement zusammengestellt. Da die Vergünstigungen zurzeit natürlich nicht alle nutzbar sind, die mit der Karte verbunden sind, wird sie gelten bis zum 31.12.2021. Wir freuen uns über jede und über jeden Einzelnen, dem wir diese Karte ausstellen dürfen. Bleiben Sie gesund!